2-2-Sieg gegen Osnabrück war für viele Besucher das beste Spiel der Mannschaft in dieser Saison. Wie hast du es gesehen? Ja, ich meine, das Spiel war ich jetzt ja wieder selber auf dem Platz, deswegen sieht man es nicht ganz so gut oder nicht so objektiv. Ich habe viel Spaß gehabt. Ich glaube, wir haben ein gutes Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit ein sehr gutes Spiel. Das war ein richtig schönes Erlebnis. War ein Fluss wirklich zu erkennen und auch die Leidenschaft. Und von daher bin ich gut zufrieden. Ob es jetzt das beste Spiel war, das kann ich nicht so bewerten. Zumindest wurdest du vom Kicker so gut bewertet, dass es in die Kicker in die Elf des Tages, des Spieltags gereicht hat. Bei wie viel Prozent siehst du dich? Das ist schwierig zu sagen, bei wie viel Prozent ich mich sehe. Ich bin auf einem guten Weg, ich bin gut drauf. Ich glaube, das hat man auch gesehen, dass ich zumindest läuferisch auf einem absoluten Top-Niveau bin. Dass auf Dauer natürlich auch nochmal schwierige Spiele kommen werden, also wo es für einen selber vielleicht nicht ganz so gut läuft. Damit muss man rechnen. Ich weiß nicht, wie es jetzt die Saison weitergeht. Ich hoffe, dass es immer zumindest so gut läuft und vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Körperlich fühle ich mich aber auf jeden Fall gut. Der Klassenerhalt ist geschafft. Was ist jetzt die Zielsetzung für die letzten Spiele der Saison? Ja, die Zielsetzung ist natürlich, jetzt wirklich Schwung aufzunehmen und uns auch als Mannschaft zu verbessern, auch auf lange Sicht und das schon mit in die neue Saison zu nehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also wir dürfen jetzt auf keinen Fall irgendwie einen Meter verschenken, sondern wenn wir jetzt wirklich schon die Kurve richtig kriegen und nochmal vielleicht ein paar Spiele gewinnen, dann müssen jetzt nicht, dass wir jedes Spiel gewinnen, aber schon nochmal einige Spiele gewinnen und entsprechende Leistung bringen, dann kann man das mitnehmen in die neue Saison und dann kann uns das da auch Auftrieb geben noch. Der Sieg gegen Osnabrück war der erste Sieg gegen eine Mannschaft aus den Top 5 der Tabelle. Am Samstag geht es in Bielefeld gleich gegen das nächste, nicht minder hochwertige Kaliber. Wie schätzt du die Mannschaft dort ein? Ja, Bielefeld hat in der Hinrunde hier sehr gut gespielt. Da waren sie deutlich besser als wir und haben verdient gewonnen. Ich glaube, seitdem hat sich bei uns aber auch einiges getan. Wir haben uns verbessert und stabilisiert. Wir haben jetzt den Schwung aus dem Osnabrück-Spiel. Wir müssen natürlich in Bielefeld großen Respekt vom Gegner haben, gar keine Frage. Die sind Tabellenerster, haben viele, viele Punkte mehr geholt als wir. Aber ich glaube, momentan sind wir auch in der Lage, auch diesen Gegner zu ärgern. Und was dann letztendlich dabei rauskommt, das wollen wir mal absehen. Aber wir fahren nicht mit dem Ziel dahin, dass wir das Spiel verlieren, sondern wir wollen natürlich was holen.